Leute, ich bin von Essen sehr enttäuscht, weil ich bin gefühlt seit 3-4 Stunden schon hier. Chill, 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 chill. So, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art, Ladies first. Keine orangene Haare. Was gefällt dir nicht? Der Hose. Aber so schön. Okay, was gefällt dir nicht? Also sein Outfit und sein Mütze und so. Er hat gesagt, sie ist nicht mein Typ, warum schreit der Mann? So, hallo? Hallo. Check sie mal ab von oben bis unten. Also, sie ist halt... Ja, nein, begründet. Ja! Auch! Würde ich ein Date! So Leute, ich bin von Essen sehr enttäuscht, weil ich bin gefühlt seit 3-4 Stunden schon hier und wir haben echt kein richtiges Tinder bekommen. Wir haben jetzt auf Krampf 4 Mädels. Und die 2 Mädels, muss ich ehrlich sagen, sind von Anfang bis Ende mit mir geblieben. Ehre, Dankeschön. Auch an euch, dass ihr mitmacht. Chill, 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 chill. Okay, wir haben ein kleines Tinder. Ich habe gedacht, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir ein Tinder mit. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Wir babbeln nicht lange rum. Wir gehen einmal unsere Ladies durch. Applaus, komm. Guckt ihr euch mal an. Wow, ganz hübsch unterwegs hier heute. Jetzt die Jungs. Wow, Digga, krass. Du bist sehr crazy, stell dich hin. Komm her. Bruder, kannst du 2 Minuten so stehen bleiben? Ja. Danke. So, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art, Ladies first. Stell dich mal vor. Ich bin die Anissa, ich bin 18 und komme aus Frankfurt. Anissa? Ja. Wie alt bist du? 18. Okay. Du weißt, was deine Aufgabe ist, oder? Ja. Was? Von oben bis unten abchecken. Genau, check ihn mal ab von oben bis unten. So, Anissa, würdest du diesen Gigo daten? Ja, nein, begründe es. Nein, ist nicht mein Typ. Warum nicht? Weil es ist nicht mein Typ. Was passt dir denn nicht? Der ist ein Farbtopf gefallen. Guck mal, seine Haare bitte. Was ist er? Farbtopf gefallen. Farbtopf gefallen? Ja. Okay. Was sind deine Typen? Es gibt keinen Typ. Der muss kommen, dann ist diese Bam, ja. Ja, was heißt denn Bam? Es muss ja ein Bam, muss ja vom Aussehen her. Nein, so groß, Ausländer. Keine orangene Haare. Okay, okay. Gut, korrekt gemacht. Hören wir uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Sag mal, geht mal hinter die Kamera. Bei der Tacke, also. Aber hey, lass die Mädels frei. Stell dich mal vor. Hassouni. Hassouni? Ja. Woher kommst du? Syrien. Syrien? Ja. Seit wann bist du in Deutschland? Ich bin seit 8 Jahren in Deutschland. Bruder, warum haut die ab? Bleib doch mal neben den Armen nach Ruim, ja? Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Okay, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Warum nicht? Was gefällt dir nicht? Die Hose. Hose? Ja. Was noch? Nur Hose. Nur die Hose? Ja. Und sonst? Jacke. Jacke? Ja. Und Haare? Und Haare? Schöne Augen. Komm mal vor, komm mal vor. Jetzt sag ihr ins Gesicht, was du nicht schön an ihr findest. Schöne Augen. Ah, auf einmal schön? Ja. Schöne Haare. Du hast den Kontra nicht verstanden, oder? Du hast den Kontra nicht verstanden, was dir nicht an mir gefällt. Hm. Wallah, ich kann nicht. Sag gar keiner auf Arabisch. Sag, aber sitzen. Was denn? Das ist echt auf dem Endlevel, also Cringe-Level. Geht mal bitte wieder in die Reihe. Komm, wir gehen eins weiter. So, stell dich mal vor. Ich bin Iman, ich bin 17. Iman? Ja. Wie der Imam? Ja. Okay, Iman. Check mal diesen Gigo von oben bis unten ab. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Nein. Was gefällt dir nicht? Alles. Alles? Ja, also ist nicht mein Typ. Okay, was gefällt dir nicht? Also sein Outfit und sein Mütze und so. Okay, was sind deine Typen so? Ich habe keine bestimmte. Was bist du für eine Landsfrau? Araberin. Araberin? Also der ist das Video okay für dich?
dass wir es veröffentlichen? Ja. Ja, Arsch. Hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Stell dich mal vor. Ja, ich bin Devrim, 17 Jahre alt. Devrim? Devrim. Devrim? Ja. Check's ihm mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Die ist zwar nicht hässlich, aber ich würde eher nicht. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 17. Ja, was heißt, also nein, eher nicht. Das ist nicht so mein Typ. Er hat gesagt, sie ist nicht mein Typ. Warum schreit der Mann? Also ich brauche so ein bisschen, wie soll ich sagen? Die ist mir ein bisschen zu dünn. Bisschen zu dünn? Ja, ein bisschen zu dünn. Aber was soll ich sagen? Ja, also nein. Einfach. Was sind denn deine Typen? Mein Typ als bisschen, Frau Geschmack. Bisschen kleiner Türken auf jeden Fall. Also sie ist es nicht? Nein. Okay, Devrim, korrekt gemacht. Für dich ist das Video auch okay? Ja, ist okay. Okay, gehen wir eins weiter, komm. Hello. Hallo. Stell dich mal vor. Ich bin Mia und ich bin 16. Mia, woher kommst du? Essen. Essen. Okay. Mia, check mal diesen krassen Typen einmal von oben bis unten ab, unser Chauffeur. I've been really trying, baby. So, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Dora Backpack Rucksack und ich glaube ein bisschen alt und ist nicht mein Typ. Was hast du wegen dem Rucksack gesagt? Dora Backpack Rucksack. Kennst du diese Dora? Nee. Die hat so einen frechen Rucksack. Ah, okay. Ich glaube, du hättest deinen Rucksack ausziehen müssen. Weißt du, das letzte Mal haben sie ihn, das erzähle ich gleich, wenn ich bei ihm bin. Was sind deine Typen? So, nein, so, eher so deutsch. Deutsch? Deutsch. So Country Boy. Nein, das nicht. Für dich das Video auch okay? Ja. Gut, sehr korrekt gemacht. Wir hören uns die Meinung von drüben an. So, hallo. Hallo. Woher kommen Sie? Stellen Sie sich vor. Also, hallo, ich bin der Gibson und ich komme aus Frankfurt. Okay, Rucksack. Ey, check sie mal ab von oben bis unten. Ja. Bis oben, bis unten, bitteschön. I've been really trying, baby. Gibson, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Also, sie ist halt ein bisschen jung. Aber ich fand sie schon hübsch und vielleicht, wie ich schon einmal gesagt habe, ein Schluck Geiste und ein bisschen reden ist noch in Ordnung. Also ich würde ja sagen. Okay, du warst ja auf TikTok ja. Und da haben sie dich ja sehr bemitleidet. Ja. Weil du, warte, ich mach mal so. Da, die Leute haben dir, also du hast den Leuten sehr wehgetan. Ja. Warum? Ich hab gesagt, wenn sie dein wahres Gesicht sehen würden, was wäre dann? Ich weiß nicht. Okay, wir hören uns die Meinung von drüben an. Sehr korrekt gemacht. Geh mal eins weiter. So, stell dich mal vor. Ich heiße Selma. Wie? Selma. Selma, check dein Jigo mal einmal von oben bis unten ab. Ey, Käppi. I've been really trying, baby. Selma, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ich denke ja. Wir haben ein Date. Okay, also er gefällt dir? Ja. Okay, wir hören uns die Meinung mal von drüben an. Mal gucken, vielleicht gibt es ein Date. Oder komm direkt dazu. Stell dich mal vor. Sostat. Chill doch mal an. Stell dich mal vor. Sostat. Sostat. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Ja. Auch. Würde ich auch ein Date. Ihr habt jetzt ein Date. Ja, bist du? 17. 16? Passt? Ja. Geht ihr was essen, trinken? Essen. Ich geb aus? Ich geb aus. Walla, aber ich geb für euch beide aus. Ich geb euch ein 20, Ladies first, ihr geht was essen. Okay, nochmal Applaus. Inshallah, bald Hochzeit, kannst du mir hallern. Einer auf Chat auf dein Auto gepisst haben da. Okay. Reich, Walla reich. Wohin soll ich jetzt fahren? Sorry. Tankstelle, ich brauch Zigaretten. Ja, fahr jetzt, schön. Ich muss mein Handy laden, schön, ich gib's niemanden. Krass, okay? Hast verstanden? Ja. Ja. Tschüss, Sander. Leute, wir haben jetzt
halb vier. Also es gibt ein Problem. Kannst du mal schildern, was genau passiert ist jetzt? Also ich bin wirklich kurz davor gewesen. Es war wirklich so, ich habe mich versucht zusammenzureißen. Stell dir vor, Fatih, jemand würde dir, also die würde dir eine Backpfeife geben. Wer fährst mit der? Was würdest du machen? Das ist einfach krank. Das muss man wirklich erleben. Und jetzt los. Diese Geschichte, was Fatih erzählt hat, das ist gar nichts. Ich habe gesagt, wir kommen nicht rein und dann fängt an. Was war das? Doch, wir müssen doch, siehst du, was für ein Chauffeur bist. Das war die traurige Geschichte von Gibson. War sehr eng jetzt.